Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout mit dem verdammt coolen Preston. Mann, Preston, mittlerweile, du siehst wirklich besser aus als ich selbst, oder? Moment, wir machen den direkten Vergleich. Wir hauen hier mal die Waffe weg und ja, so sehen wir aus. Ziemlich dämlich, aber die Sachen haben verdammt gute Werte. Und Design zählt hier relativ wenig, denn nur die Werte zählen. Ich sehe aus wie ein Depp, aber ich bin ein tödlicher Depp. Und Preston ist einfach ein verdammt cooler Typ. Moment, was haben wir hier drüben? Oh, das nehme ich noch mit, genauso wie den Aschenbecher. Ja, natürlich, Keramik, hallo, mega wichtig. Allgemein, mir geht hier schon wieder der Loot aus. Ich habe eben gerade mal ganz schnell reingeguckt, was ich denn noch pimpen könnte. Und ja, die Shotgun, die ging noch, deswegen haben wir die gepimpt. Ich brauche Munition. Es geht um Munition. Oh, du bist schon ein bisschen angeschlagen. Boing. Habe ich euch nicht schon mal getötet? Verdammtes Ghoulpack. Ah, keine Munition. Preston, übernimm. Genau so. Und jetzt mach sie zu Klump. Sehr gut, Preston, sehr gut. Dafür bezahle ich dich nicht. Ja, ich nehme alles mit. Denn wir brauchen wirklich unbedingt Materialien. Keramik, Aluminium, Schrauben. Besonders Schrauben. Schrauben werden langsam selten. So, ich bediene mich hier mal kräftig. Ah, noch ein Ghoul. Boing! Und badabum! Ich habe eine Queen gekillt. Da killen wir erst recht Ghule. Ja, heute gibt es sogar wieder Story. Keine Loot-Folge. Nein! Ich weiß, ihr wollt alle eine Loot-Folge sehen. Ihr steht da so wahnsinnig drauf, wenn ich Sachen loote. Ich mach's ja selber gerne, aber Kampfmesser einfach hier so gefunden. Der war legendär, der Typ. Haben wir schon mal gefunden. Jemand hat geschrieben, man könne, Moment, den nehme ich auch noch mit, man könne so eine Mod entfernen. Müssen wir mal schauen. Müsste aber gehen, denn ich habe ja auch damals das Visier hier entfernt. Von meiner einen Waffe, und zwar von der hier. Die hat ja mal ein Visier gehabt. Haben wir entfernt, weil ich finde, ja, wenn wir irgendwas aus der Ferne eliminieren wollen, dann nehmen wir die Muskete. Yep, was ein Baby, oder? Mein ganzer Stolz. Und ansonsten Nahkampf natürlich hier mit meiner taktischen Doppelläufigen. Der olle Zuverlässige. Müsste ich eigentlich umtaufen. Boah, so viele Gebäude hier. Aber wir müssen ja jemanden retten. Nick. Und den retten wir heute gemeinsam. Und deswegen gehen wir auch direkt hin. Ich meine, so nach und nach werde ich natürlich auch die ganzen Gebäude hier abarbeiten. Oh, das sieht gut aus. Die Kirche, da will ich rein. Preston, ganz schnell. Ganz schnell. Oh, na gut. Ganz schnell. 10 Minuten. 10 Minuten. Länger nicht. Ganz, ganz schnell. Ein kurzer Ausflug. Einmal schnell spicken. Und dann nach 10 Minuten gehen wir wieder raus. So still hier drin. Glas, 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 Glas. Obwohl, Glas geht mir eigentlich gar nicht aus. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, man sollte es lieber mitnehmen. Lieber zu viel als zu wenig. Was haben wir hier Schönes? Ein verbranntes Buch. Bücher geben mir immer Stoff. Was ich leider nur so teilweise nachvollziehen kann.
warum die Dinger Stoff geben. Das Geräusch da. Vorsicht, 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 Lampe aus. Was ist das? Vorsicht. Ach ja, die Muskete habe ich auch noch gepimpt. Und zwar können wir jetzt hier 4 Ladungen reinhauen. Und damit habe ich ein Monster erschaffen. Will ich meinen. Oh shit, legendär. Vorsicht, Preston. Übertreib's nicht. Da sind sie ja. Der Typ ist legendär. Hat der einen Fatboy? Geräusch. Das könnte sein. Wow. Kill den Hund. Hat der einen Raketenwerfer oder sowas? Ich weiß es nicht. Hat irgendwas Dickes in der Hand. Eine Minigun. Yes. Wunderschöner Headshot. Woher kam der Hund? Hab den Gegner aus dem Blick verloren. Okay, das ist eine Minigun. Das ist eine beschissene Minigun. Aber irgendwann geht dir die Munition aus, oder? Wow. Habe ich ihn getroffen? Ich habe gar nicht geschossen. Ich habe den nicht getroffen. Ich habe kein Wasser mehr. Okay, der hält ganz schön viel aus. Boah, nee. Das kann ich ja voll vergessen, den hier. Mit Drogen. Das wäre so die einzige Idee, die ich hätte. Wir fegen uns Drogen rein. Boah, selbst mit Drogen. Kranker Huso. Aber jetzt will ich ihn tot sehen. Ich will ihn einfach tot sehen, den Typen. Fuck, ne Minigun, Preston. Hol mal deine Minigun raus. Treffe ich ihn hier? Vorsicht. Ist der schon mutiert? Könnte sein, dass der Legendäre mutiert. Deswegen will ich eigentlich erstmal den mit der Minigun töten. Hierher, Mensch, 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 haben Leckerli für dich. Boing, du bist beinahe tot. Preston, ich könnte hier ein bisschen Heldenmut. Wirklich. Es wird Zeit für Heldenmut. Ganz klar. Zeig uns, was du kannst. Ich habe ihn gekillt. Oder später, du müssen rauskommen. Ja. Hast du die Minigun genommen? Oder hatte der die ganze Zeit eine? Aha, gefunden. Willst du sterben, Mensch? Immerhin ist es nur einer. Ja, aber ein legendärer. Bin froh, dass es vorbei. Boah, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn. Und das ohne zu sterben. Hat irgendjemand damit gerechnet? Wahrscheinlich nicht. Oh, der Laden ist groß. Und dabei wollte ich doch nur Nick retten gehen. Okay, aber meinen Loot, den nehme ich mir. Wie es scheint, müssen wir nach unten. Wir speichern. Wir speichern. Hallo? Minigun habe ich ja. Die Dinger sind ziemlich schwer. Ich nehme sie mal mit, aber ich habe eigentlich 3 Stück oder sowas. Also, es wird uns nie an Miniguns mangeln. Wieso ich sie nicht spiele? Weil das Ding unendlich viel Munition frisst und sich einfach nicht lohnt. Es lohnt sich nicht. Schnapsglas. Nee, oh, yes, Keramik. Also Keramik immer. Immer mitnehmen. Munition wäre jetzt halt wirklich nice. So ein schön Batzen Munition. Was
Was haben wir hier? Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Eine kleine Babyflasche? Was will ich damit? Was haben wir hier Schönes? Klebeband, Terpentin, Zahnpasta. Und hier geht's wieder raus. Vielleicht doch nicht so groß. Oh. Ein Kinderzimmer in der Kirche drin? Was wurde hier Perverses getrieben? Die Rakete nehme ich mit. Die rote Rakete. Eine rote Rakete in einem... Oh, cool. Kinderzimmer. Spielzeugauto nehme ich mit wegen den Schrauben. Haarklammern, klar, kriminelle Babys. Noch eins, hier drüben. Ja, Schrauben. Ich brauche unbedingt ganz, ganz viele Schrauben. Die Sachen bauen, das ist wirklich kostspielig und aufwendig. Okay, hier kommen wir hoch und hier kommen wir rüber. Gut. Was haben die hier gemacht? Ratten geopfert. Die Mühlen nehmen wir mit, weil, soweit ich weiß... Oh, das Sprinters. Metallrüstung. Erhöht die Laufgeschwindigkeit um 10% permanent. Verdammt gut. 204. Okay, der hat eine Minigun. Der muss ja viel haben. Und der Kollege hier, der muss ja auch viel haben. 100. Hat sich mehr als gelohnt, denn wir brauchen Munition. Wo geht's hier hin? Und jetzt wird der Laden dann doch plötzlich groß. Andere Richtung. Ah, ich glaube, einen Ticken höher. Ka-ching! Wie schön. Wie schön. Ganz trocken immer. Wie schön. Wo geht's da hin, Preston? Paladin Preston? Der Unnötige. Der Unnütze. Ich wünschte, er hätte unendlich Munition. Dann würde ich ihm eine Minigun geben. Und er könnte einfach mähen. Einfach alles mähen. Warte, hier bin ich doch reingekommen, oder? Jetzt bin ich einmal hier die Runde gelaufen. Preston aus dem Weg. Aber hier geht es ja noch weiter nach oben. Oder? War hier nicht irgendwo noch eine... Ja, hier drüben, eine Treppe. Wo warst du, als sie bauten die Leiter zum Himmel? Nein, bitte nein. Das will niemand. Oh, er ist gestorben. Mit der Hand in ihrem Schritt. Das muss wahre Liebe sein. Und jetzt falle ich hier durch. Und lande hier. Und hier bekomme ich eine Truhe. Oder? Hier drüben? Ist das eine Truhe? Das scheint Loot zu sein. Geil, eine Drüse. Naja, gut. Kann man schon brauchen. Leerer Blutsack. Was bringt der mir? Wahrscheinlich gar nichts. Naja. Also die Beute mittelmäßig. Experte. Fuck. Haben wir hier einen Schlüssel? Die sind alle hier so harmonisch gestorben. Okay, wir haben noch einen Keller. Kirchenkeller. Ist immer interessant. Oder hier geht es doch irgendwo noch nach unten. Es geht hier rum und hier gibt es... Stim! Frisches Wasser! Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Preston, du hast keine Ahnung. Echt jetzt. Du weißt voll nicht, was Sache ist. Gut, gehen wir raus. Waren wir hier drin? Yes, hier waren wir drin. Gut. Pressy. Mein alter Kumpel, kann man hier irgendwo noch pennen gehen?
Das wäre natürlich wahnsinnig praktisch. Warte, hier drüben haben wir hier ein Bett. Irgendwo ein Bett hier in der Nähe. Ich hau mich hier ins Kinderbett. Geht nicht. Schade. Und hier ist auch keins. Tja, dann eben nicht. Dann eben nicht. Und raus hier. Back Bay. Ja, holen wir uns Nick. Auf jeden Fall holen wir uns Nick. Ich muss ein bisschen auf die Munition achten. Ich brauche hier wirklich, als nächstes werde ich wahrscheinlich erlernen, dass ich noch mehr Munition finde. Was war das? Grabräuber? Plünderer? Irgend sowas in die Richtung. Weil ich brauche definitiv noch mehr Munition. Das, was wir jetzt haben, ist einfach zu wenig. Und ich habe schon die Steigerung gemerkt, also ganz deutlich. Davor habe ich vielleicht so, ja, 10 bis 12 gefunden und jetzt irgendwie finde ich immer häufiger 20 oder 30. Also ab und zu ist da wirklich ein großer Batzen Munition dabei, reicht aber trotzdem nicht. Und nein, das ist nicht meine Schuld, sondern der Controller. Immer alles auf den fiesen, bösen Controller schieben, der mein Aim behindert. Wir rennen hier schon wieder rum. Ach, das ist gar niemand. Ein Comicbuchladen. Nein, 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 nein. Jetzt, hey, Nick. Nick, wartet auf uns. Scheiße, Mann, jetzt konzentrier dich, Kies. Das darfst du. Ja, das darfst du mitnehmen. Habe ich noch einen Skillpunkt? Nee, schade. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch einen. General, Boston Common hat einen ziemlich schlechten Ruf. Die Leute kommen von dort nicht mehr zurück und keiner weiß warum. Mhm. Dann bin ich froh, dass du an meiner Seite bist, Preston. Der Schwanenteich. Hey! Freund! Tja. Es beginnt. Quantum. Na komm, nimm's doch. Den hier nehme ich mit. Das Kissen könnt ihr behalten. Gut, schauen wir mal, was aus dem ollen Nick Valentine geworden ist. Schon irgendwie ein bisschen lächerlich. Ich muss einen Detektiv finden, retten, dass er mir helfen kann, meinen eigenen Sohn zu finden. Ich meine, wenn ich fähig bin, Fremden zu finden, dann ja wohl auch mein Sohn. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Ah ja. Was war das? Moment. Wir haben Gesellschaft. Okay, Preston. Geh mal da rein. Preston? Okay, Preston geht's gar nicht gut. Toll, mir geht's auch nicht gut. Boah, die Jungs sind krass unterwegs. Respekt. Wow, 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 wow. Vorsicht! No, no, ich brauch Trucks. I need Trucks. Ich halte dir den Rücken frei, also vorwärts! Komm schon, komm schon. Granate. Yes. Das meine ich, wie ich daneben schieß. Alter. Munitionsverschwendung. Nachdem ich dich erledigt habe, werde ich mich erstmal entspannen. Was heißt das? Du willst ja einen runterholen, weil du mich getötet hast? Was bist denn du für eine Sau? Ja.
Tja, die Mafia ist wirklich mies unterwegs. Aber Zahnbürste, atemfrisch. Oh, Mais nehme ich mit. Okay, hier brauche ich 38er, 45er. Muskete raus. Ja. Schraubenschlüssel, nein. Putzmittel, ja. Bomben bauen. Preston! Das Leben ist gefährlich. Besonders mit Preston. Ganz besonders. Gut, hat die Mafia irgendwo hier eine Matratze, wo ich mich ganz kurz für 10 Minuten hinhauen kann? Das wäre super. Terminal. Wir schauen rein. Vielleicht irgendwas Wichtiges. Fahrkarte kaufen. Hinweis. Terminal abgeschalten. Nachricht an Mitarbeiter. Aha. Gekündigt. Kann es sein, dass Vault-Tec einfach alles aufkauft? Die Uhr hätte ich gerne. Kann ich die eventuell klauen? Guck mal hier. Kann man sich hier hinlegen? Schlafsack. Schön. Und schon bin ich fresh. Wo geht's hier hin? Oh, hier komme ich sogar rein. 71 haben wir. 70 haben wir. Okay, wir haben genügend Haarklammern zumindest. Wahrscheinlich werde ich sie eh alle köpfen. Komm schon. Geschafft. Mach Daddy glücklich. Mach Daddy glücklich. Gib mir den Superkleber. Wenigstens Geld. Und ein Safe-Experte. Jedes Mal eine Ohrfeige ins Gesicht. Oh, ein Safe, wie geil. Experte. Batz. Freust du dich, Kies? Ja, ich freue mich. Batz. Experte, du Wichser. Ja, das tut weh. Unerträglich, die Schmerzen. Unerträglich. Noch eine Coke. Und wir speichern hier nochmal. Ich weiß, ich habe gepennt, aber trotzdem. Jeder Schritt hier wird gespeichert. Moin. Moment mal. Das wollte ich nicht. Aber es ist ein Ghoul, oder? Das war ein Ghoul. Egal, ich habe ihn ge-one-hitted. Ge-one-hitted. Wie ein Boss. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ja, Gegner. Todesschütze. Hol ihn dir, hol ihn dir. Schneller. Oh, ich liebe die Muskete. Jetzt geht's los. Einfach eine gute Waffe, eine richtig gute Waffe. Warte mal, hier drüben sind auch noch welche. Mann, sind das viele. Sind das viele? Okay, den hole ich mit einer Ladung weg. Preston, was stehst du hier rum? Ja, dann geh doch mal runter, du. Ich hasse dich ab und zu, echt. Bauchschuss. Komm schon, der ist doch fast tot.
Okay, mit der Muskete komme ich gut durch. Alles klar? Mir geht's super, du könntest mir helfen. Zementschuhe? Na, die Mafia. Definitiv die Mafia. Okay, warte, warte. Jetzt habe ich hier wieder 4 reingepumpt. Ich bin zu schnell. Preston, geh hin! Alter Preston, was ist mit dir los? Komm schon. Komm schon, Preston. Ich will was sehen für mein Geld. Hol ihn dir. Töte wenigstens einen. Was ist denn los mit dir? Er macht gar nichts. Er macht wirklich absolut gar nichts. Er steht nur rum. Und rennt noch in meine Kugeln rein. Warum habe ich dich mitgenommen, Preston? Warum? Ich bin wirklich absolut enttäuscht von dir. Also wenn es so weitergeht, Preston, ich werd auf jeden Fall Cozy oder Quenny mitnehmen. Weil, nee, geht nicht. Also du stehst ja nur noch rum. Und ich wollte dich eigentlich als Nahkämpfer mit dem Schwert. Es hat anfangs so unheimlich gut funktioniert. Aber jetzt... Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Du bist Schrott. Du bist ein Pessimist. Seitdem wir die Burg haben. Dein Kampfgeist ist gebrochen, seitdem wir die Burg haben. Kann es sein, dass du mich nur brauchtest für die Burg? Huh? Es geht ja gar nicht um meine Mission, um meinen Sohn, um meine Bedürfnisse. Nein! Du willst nur die Burg. Jetzt hast du die Burg und jetzt bin ich dir egal. Ein toller Freund bist du. Weißt du das? Ein toller Freund. Messing. Bestimmt schwer, das Ding. Naja, ich nehme es mal mit. Wo ist denn der Legendäre? Boah, ja, kann man schon nehmen. Kann man schon nehmen. Denn Typen wie ich, die stehen dauernd rum. Keramik. Was haben wir hier noch Schönes? Nee. Okay, gehen wir mal rein. Direkt hier mal die neuen Sachen ausrüsten. Wenn man es hat, sollte man es auch verwenden. Sprinter. Wow, das Ding ist richtig gut. Rechtes Bein und natürlich auch rechtes Bein. Aber Sprinter finde ich besser. Wir könnten dir das geben. Du stehst hier nur rum. Okay, warte mal, Kumpel. Aufgepasst. Okay, was soll... Shut up. Du siehst cool aus, aber das war's auch schon. Ah, was gebe ich dir? Was hast du dabei? Maschinenpistole. Die Boxhandschuhe, wir können es ja mal probieren. Okay, Preston. Apollo Creed. Vielleicht funktioniert's, aber das Schwert ist besser. Normalerweise müsste das gehen. Ich weiß auch nicht, kann man nicht sein Aggressionsverhalten einstellen oder sowas? Weil ich will ihn eigentlich mit dem Schwert sehen. Weil das Schwert ist wirklich fucking gut. Ich will dich eigentlich mit diesem Schwert sehen, mein Freund. Also bekommst bitte wieder irgendwie in den Griff. Du kannst mehr. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich will ein bisschen Einsatz sehen. Bekomm es einfach auf die Reihe, ja? Baseball. Einsteiger. Cool. Cool.
zu leicht. Und wo ist... Was war das? Was haben die denn hier gebaut? Ah, schau mal hier. Der Draht. Cool. Jedes Mal, ich sag's doch, jedes Mal ein Schlag in die Fresse. Ich mache eine Tür auf. Ich finde ein Safe. Experte. Immer wieder dasselbe. Immer wieder. Wie soll man sich da noch freuen? Okay, ich habe alles gelootet. Ja. Zumindest denke ich das. Preston, wir können weitergehen. Gehen wir hier lang. Nochmal speichern. Licht aus. Oil. Oil ist gut. Quantum. Einen guten Schluck Quenny. Was ist jetzt? Auf einmal geht eine Musik los. Okay, sogar zwei. Direkt hier zwei Kollegen. Da kannst du drauf. Da kannst du drauf. Der gehört mir. Los! Preston! Angriff! Preston! Befehl. Angriff. Auf ihn. Bin dabei, General. Angriff. Ey, sag mal, hast du Fieber? Greif an. Genau das meine ich. Ich muss mir jemand Neues besorgen. Endlich, endlich. Genau das wollen die Leute sehen. Genau den Scheiß wollen die Leute sehen. Wie du Typen mit dem Schwert zersäbelst. Komm! Gut gemacht. Guter Mann, guter Mann. Endlich. Was macht der denn hier? Wer? Du sollst metzeln. Das ist deine Aufgabe. Deswegen habe ich dir ein Schwert gegeben. Ach, hier unten ist ein Vault. Okay, das könnte wirklich interessant werden. Wir haben einen Vault gefunden. Klebeband. Nach all den Jahren. Ein Bergbauhelm. Hat der Beleuchtung? Das wäre cool. Gut, eine Tür. Und wo ist der Safe? Für Experten? Nirgendwo. Ah, hier geht's wieder nach oben. Das bedeutet, wir könnten hier schon relativ am Ende sein. Dann öffnen wir mal den Vault. Welchen haben wir hier? Steht ja meistens vorne drauf. 114. Jeder Vault hat ja seine eigene Geschichte. Und keine davon ist gut. Immer wieder verstörend. Eine verstörender als die andere. Nick! Ich bin hier, um dich zu retten. Ach nee, legendär. Alles klar, wir speichern. Moment, Moment, den holen wir uns, den holen wir uns. Oh nein, der mutiert. Wow, 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 wow. Schwer verwundet. Scheiß auf Preston. Der steckt sowas weg. Gut gemacht, Preston. Endlich, endlich kommst du wieder in Form. Klebeband. Noch einer?
Was macht Preston hier für Moves? Ghoul-Mafia. Knallharte Ghoul-Mafia hier. Lederrüstung, linker Arm. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Brauchbar, aber geht so. Mahagoni. Nett. Ich habe keine Ahnung. Oh, das nehme ich mit. Ich habe keine Ahnung, was genau ich damit machen will, aber nett. Definitiv nett. Shit. Komm schon, mach Daddy glücklich. Das wär's. Kleber, Terpentin. Nehmen wir mit. Schlüssel. Und hier drüben Schiebetür. Gut erhalten. Maddox. Schauen wir rein. Was sagt der Terminal? Willkommen, Mitarbeiter. Was die hier drin alles getrieben haben. Privat. Nur für Wissenschaftsabteilung. Sozialwissenschaftsabteilung. Aha. Staatsregierung, lokale Stars und Geschäftsleute sowie deren Familien bestimmt. Okay, nur die Oberschicht. Aha, reiche Leute werden stark reduziert in der Lebensqualität. Hier liest man es ja. Ein Zimmer-Apartment, Essen, Badezimmer, Ausstattung ist minimal. Wow. Aber ja, jeder Vault hat seine Geschichte und sein eigenes Experiment. Was die hier drin getrieben haben, jedes Mal wirklich derbe. Einfach nur derbe. Die Vault Stories gefallen mir jedes Mal gut. Oh, ich habe einen Anzug gefunden. Hat der denn andere Eigenschaften als... Nö, nö. Gut gegen Radioaktivität. Aber sonst... Nö. Eigentlich Schrott. Wo sind die Mafiosis? Ich will sie also vollpumpen. Frage, warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Mit Blei. Weil wir nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für einen Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Ja, clever. Einfach nur clever. Und du bist tot. Wen nehme ich mir? Der hier? Todesschütze und Todesschütze. Was war das? Pulverisiert bist du. Junge. Boing. Kacke. Hol ihn dir. Gott.
Boah, die Folge geht schon wieder viel zu lange. Ich muss die Folge beenden, aber ich kann nicht aufhören zu spielen. Dieses Spiel, das macht mich voll süchtig. Irgendwie jedes Mal hier so ein bisschen Sachen einsammeln, Sachen durchlesen, Sachen besprechen und schon sind wieder 40, 50 Minuten vorbei. Okay, wisst ihr was? In der nächsten Folge geht's weiter. Das geht hier gerade wirklich noch wahrscheinlich ewig lange. Ansonsten würde ich mich natürlich wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Das wäre total nett von euch da draußen. Kommentare immer gerne. Danke fürs Zusehen und für den Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss!